Ein deutliches Zeichen gegen rechts setzen. Das ist dem Team um den Sozialpädagogen Patrick Geiser ein großes Anliegen. Mit der Aktion Buntes Wassenberg – Laut für Multikulti wurde dies nun in die Tat umgesetzt. Das JUZE, das Jugendzentrum in Wassenberg, startet mit einem zweitägigen Musikfestival eine eindrucksvolle Aktion gegen Rassismus und Radikalismus. Wir sitzen hier häufiger zusammen im runden Tisch vom Jugendzentrum Wassenberg und dem Campanushaus und den Sozialarbeitern der Schule und überlegen uns Projekte für das kommende Jahr. Unter anderem haben wir heute die Auftaktveranstaltung Buntes Wassenberg, Laut für Multikulti, was eine Auftaktveranstaltung für ein einjährig angelegtes Projekt ist. Wassenberg, Laut für Multikulti. Finde ich sehr wichtig, dass das thematisiert wird, und das ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag zu diesem großen Thema. Der ist auch nicht direkt benannt, Multikulti, aber es ist ein guter Anfang und eine gute Aktion, würde ich sagen. Ja, ich finde die Aktion super, weil alle sind ja immer gegen rechts, aber ich finde halt gut, dass wir mal irgendwie Stellung beziehen und dann halt auch mal da eine große Aktion draus machen. Ja. Also wir haben hier gestern vier Bands gehabt, die alle so aus dem Rock-Punk-Rock-Bereich kamen, teilweise von Köln, von Düsseldorf hierher gereist. Die sind aber alle ursprünglich mal von hier gewesen. Es hat sich halt jetzt wieder hier gesammelt. Heute auch vier Bands, drei davon auch hier regional, eine aus Kevela. Alles heute metallastig und ein bisschen härter natürlich. Gestern war ein bisschen mehr auf Spaß, auf Punk, auf Party getrimmt. Und heute geht es, denke ich mal, ein ganz Stückchen mehr zur Sache. Wir sind gegen rechts aufgetreten, weil wir finden, dass jeder gleich ist und dass es keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Und wir wollen eigentlich nur, dass jeder mit jedem respektvoll umgeht und jeder ist überall willkommen. Und deswegen sagen wir Nein zu rechts. Also ich finde es halt sehr gut, dass man ein Konzert gegen den Rechtsradikalismus in Deutschland macht, weil hier viele Ausländer leben. Und dass die Leute, die rechtsradikal sind, sollten auch endlich mal einsehen, dass es keine Lösung ist. Es hat bis jetzt noch nie was gebracht. Es leben immer noch nicht deutsche Personen in Deutschland, ob sie jetzt einen deutschen Pass haben oder nicht. Und es wird halt auch nie anders sein. Man kann nicht die Menschen aus Deutschland scheuchen. Also es ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, mal zu sagen, wir geben hier heute Abend alles. Und bei so einem wichtigen Thema wie sich gegen Rechtsextremismus auszusprechen und auch ein Zeichen zu setzen, das spielt für uns schon eine sehr große Rolle. Wir sind gegen rechts, weil wir halt einfach finden, dass es falsch ist, irgendwie eine Person wegen ihrer Nationalität oder Religion irgendwie zu diskriminieren. Also ich meine, im Grunde genommen sind alle Menschen gleich, egal welche Hautfarbe, egal welche Nation, egal welches Land. Und auch mit unserer Musik, wir setzen uns dafür ein, dass halt Nazis keine Chance bekommen. Es ist uns wichtig, weil wir nichts gegen Ausländer haben und die auch herzlich willkommen sind. Und die für rechts sind, haben ja auch nichts verloren. Neben diesem einjährigen Projekt, das beim Karnevalszug 2015 mit dem Motto „Jede Rasse ist bei uns willkommen“ seinen Abschluss findet, hält das JUZE noch eine Menge weiterer Angebote für Jugendliche bereit. Hier ist eine Einrichtung für Jugendliche, hier kann man abhängen, laut Musik hören, Dart, Billard und Kicker spielen. Ja, wir haben von Dienstag bis Samstag geöffnet und Freitag sogar länger, weil wir da eine Jugenddisco haben.